Was geht ab, CEO? Deine Elite hier. Oder zumindest ein Teil davon. Hallo, ich grüße dich. Ähm, wie du sicherlich schon das eine oder andere Mal jetzt mitbekommen hast, mein Name ist Basti. Und ich habe vor einigen Wochen deinen Kanal wiederentdeckt. Ja, warum wiederentdeckt? Ähm, YouTube hat mir mal von einer gewissen Zeit deinen werten Sepp vorgestellt. Nicht das PPA-Video, nein, das nicht. Und ich habe mir das mal angeguckt gehabt, fand es ganz nett und dann hat sich das so wieder ein bisschen verloren. Ja, und jetzt vor ungefähr zwei Wochen hat YouTube wieder deinen Kanal mir vorgeschlagen und ich habe dann einfach mal drauf geklickt, ein bisschen intensiver geschaut und dann habe ich mich entschieden, dich zu abonnieren. Warum schicke ich dir jetzt eigentlich diese Sprachnachricht? Es ist eine gute Frage. Seitdem ich dich abonniert habe und die ersten Videos von dir gesehen habe, hatte ich innerlich einfach irgendwie das Gefühl, Mensch, diesem Typen musst du einfach mal was sagen. Ja, nur was sagst du ihm? Und die letzten zwei Wochen habe ich mich wirklich intensiv hingesetzt und mir überlegt, okay, was könnte ich dir jetzt schreiben? Oder sagen? Oder ein Video machen? Oder, oh, ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, in Endeffekt habe ich mich dann dazu entschieden mit meiner Stimme zu arbeiten, weil mir nachgesagt wird, dass ich mit meiner Stimme sehr gut arbeiten kann und dementsprechend schicke ich dir jetzt diese Sprachnachricht. Gleich vorweg, die Sprachnachricht ist etwas länger und ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann, du arbeitest nebenher, machst zwei Videos die Woche, machst den ganzen Support, hast auch noch eine Freundin, die versorgt werden möchte. Und wenn dir das zu lang ist, dann lass es gut sein, spring gleich zum Ende, das verstehe ich. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dir meine gesamte Sprachnachricht anhörst. Als ich die ersten Videos von dir angesehen hatte, habe ich gemerkt, der Typ ist mir sympathisch. Jetzt nicht, weil, oh mein Gott, das ist ein YouTuber und ich muss jetzt ein Ferkel werden, ah, Kreisch! Nein, sondern einfach, die Art, wie du erzählst, die Art, wie du Informationen rüberbringst, hat mich irgendwie fasziniert. Wie beschreibe ich Ihnen das am besten? Nehmen wir mal als Beispiel die Sprays Frogs. Die hauen ihre Information, ihre Botschaft, die sie vermitteln wollen, direkt mit der Brat den Zuschauern ins Gesicht. Das machst du nicht. Du versuchst es irgendwie so ein bisschen zwischen den Zeilen unterschwellig zu vermitteln. Auf der einen Seite der Humor, dieser absolut geile Humor, muss ich dazu sagen, das ist, dein Humor trifft absolut meinen Geschmack. Diese interessante Mischung aus furztrockenem bayerischen Humor. Und halt doch diese gewissen Spitzen. Und das fasziniert mich. Das finde ich absolut klasse. Es trifft meinen Humor. Und wegen den Botschaften, die du vermittelst, du machst es tatsächlich so ein bisschen unterschwellig. Man muss dir genauer zuhören. Man muss sich ein bisschen mit dir auseinandersetzen. Man muss einfach mal ein bisschen in Materie, Co einsteigen, um deine Spitzen, die du raushaust, zu verstehen. Und das ist eine sehr, sehr faszinierende Art, YouTube zu machen, meiner Meinung nach. Ja. Das Problem ist, dadurch, dass du mich so sehr fasziniert hast, habe ich ein bisschen fast schon angefangen, dich zu stalken. Also die folgenden Informationen, die jetzt kommen, tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schräg rüberkommt, möchte ich mich entschuldigen. Das ist, liegt ein Stück weit in meiner Natur. Wenn mich eine Person fasziniert, dann will ich über sie alles herausfinden. Und besonders wollte ich dann über dich alles herausfinden, als ich gehört habe, dass du ein bayerischer YouTuber bist. Ein YouTuber aus München, meiner Heimatstadt. Gut, meiner Wahlheimatstadt, weil, Achtung, Sicherheitshinweis, diese Sprachnachricht wurde von einem Preis aufgezeichnet. Ja, meine Eltern sind kurz nach der Wende hier runtergekommen, nach Bayern, wegen der Arbeit. Und seitdem lebe ich hier im Münchner Umkreis, ursprünglich mal im Dachauer Hinterland. Und jetzt hat es mich irgendwann mal nach München verschlagen. Und wir wissen ja selber, wie die YouTube-Szene hier in München ist. Etwas dünn, um das so zu formulieren. Und ähm, als ich dann gehört habe, oh mein Gott, ein YouTuber aus München. Ha, Stalken! Deswegen tut es mir leid, wenn ich die folgenden Informationen jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig überkomme. Ich habe natürlich rausgekriegt über dich, dass deine Wurzeln in Ebersberg und Umgebung liegen. Ebersberg sagt mir insoweit deswegen was, weil, ähm, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin Lokführer hier in München bei der S-Bahn. Und da, wenn man als Lokführer dann doch so zehn Jahre für die S-Bahn unterwegs war oder ist, ähm, dann weiß man natürlich inzwischen, wo Ebersberg liegt, wo Grafing liegt. Wo dein Postfach liegt, Asling. Warum, warum habe ich dich gestalkt? Oh, es tut mir so leid, Entschuldigung. Es ist halt, wie gesagt, wenn mich eine Person fasziniert, dann kann ich nicht mehr aufhören, Informationen über eine Person aufzusagen. Ja, also ich fände es natürlich klasse, wenn du da mal Fahrgast in meiner S-Bahn gewesen wärst. Ansonsten, vielleicht lässt sich das ja nochmal irgendwann eines Tages nachholen. Ich habe mich definitiv weit über deine Rate von maximal 10 Videos pro Tag, was du ja von dir selber empfehlst, hin und hinweg bewegt. Ähm, ich war jetzt zwischendurch gut bei 50 Videos von dir in einer Stunde gefühlt. Gut bei 3 Minuten Videos und das auf die stunde gerechnet, das klappt nicht ganz, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Jedenfalls, ich finde deinen Werdegang so, wie du das gemacht hast, faszinierend. Das hast du ja in vielen deiner Videos erklärt, wo du herkommst, was deine Ideale sind, wo du hin willst, was du dir vorstellst. Und ich finde deine Überzeugungen, deine Werte, was du vermitteln möchtest, sehr überzeugend, weil ich diese Werte zum Teil selber schätze und auch teile. Gut. Eine Sache, dafür bewundere ich dich schwer, und zwar ist es, wie du selber in einer, einer deiner vielen Videos gesagt hast, dir scheint manchmal die Sonne aus dem Arsch. Meinen höchsten Respekt davor. Ich persönlich habe damit wahnsinnige Probleme. Ich habe seit Jahren eine schwere Depression und nehme auch Antidepressiva. Und dann so zu erleben, wie jemand, wie du mit Freude durch den Alltag geht, wie jemand mit Freude solche Videos macht, das baut mich tatsächlich selber ein Stück weit auf. Und vielleicht finde ich gerade dich wegen, deswegen dich auch als Person auch so interessant, ähm, weil du es einfach schaffst, mir ein Stück weit ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Ich habe es jetzt schon einige Tage gehabt, wo ich eine absolut scheiß Laune hatte. Und dann komme ich nach Hause, gucke mir einfach deinen schlechten, in Anführungszeichen, schlechten Humor an und äh, mir ging es dann anschließend wieder gut. War jetzt auch hier bei der Aufnahme, ich bin nach Hause gekommen, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe mir ein Video von dir angeguckt und tada! Mir geht's wieder besser. Deswegen an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön, dass du dir wirklich so viel Mühe gibst. Und ich weiß es auch, was es für eine schwere Aufgabe ist, ähm, zu arbeiten, nebenher Videos, was ich halt am Anfang schon erzählt habe. Ich kann es selber nachvollziehen, weil äh, was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich habe das Gefühl, dass du in deinen Videos so ein Stück weit etwas kompensieren möchtest, was dir so im Alltag fehlt. Vielleicht einfach irgendwie eine gewisse Art des Lebens, dass die Leute miteinander nicht so nett umgehen oder vielleicht irgendwelche Probleme aus der Kindheit, die du damit verarbeiten möchtest. Ich möchte jetzt nicht zu tief psychologisch werden, das ist, da sollen sich lieber andere mit auseinandersetzen. Deswegen, ich verstehe, warum du so viel Energie in diese Videos investierst. Es ging mir selber nicht anders. Ich persönlich habe auch etwas in meinem Leben gesucht, um meine Ängste, meine Vergangenheit, die ich hatte, zu verarbeiten. Also es kommt nicht von ungefähr, warum ich eine Depression habe und ich sage dir das jetzt auch im Vertrauen, weil ich einfach das Gefühl habe, bei dir kann ich mir, kann ich sowas erzählen. Ich bin selber auf deutschen Bühnen unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir die Anime- und Manga-Szene was sagt, die Cosplay-Szene und durch einen dummen Zufall, Verkettung... Unglücklicher, glücklicher Umstände, das kann man jetzt betrachten, wie man möchte, hat es mich irgendwann auf diese Bühnen verschlagen, die diese Cosplay-Szene inzwischen hat. Anime- und Manga-Szenen haben ja so ein bisschen gewisses Bühnenprogramm und da laufen Showacts und Cosplay-Wettbewerbe und was weiß ich. Und da bin ich jetzt seit ungefähr fünf Jahren auf Bühnen unterwegs und moderiere die. Ich bin selber eine absolut introvertierte Person und habe halt einfach Probleme, auf Menschen zuzugehen. Und trotzdem stehe ich auf der anderen Seite auf Bühnen, wo vor teilweise mehreren tausend Menschen und Rockebühnen. Das ist so, ich, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, hm, irgendwas ist tief in mir, auch tief in dir, die uns diese Energie gibt, sowas zu machen. Ich persönlich habe manchmal nicht meine Freude daran, auf Bühnen zu stehen. Du wirst wahrscheinlich so das eine oder andere mal aussagen, oh Gott, warum stehe ich jetzt schon wieder vor der Kamera? Oh, warum mache ich das jetzt eigentlich? Aber im Endeffekt das ist es gefühlt so, dann zu sagen, hey, man hat was geschafft, man war jemanden überzeugt. Das ist so, ist dann doch irgendwo wieder ein Stück weit ein befriedigendes Gefühl. Deswegen, ich verstehe dich absolut, warum du das machst und in diesem Falle auch nochmal Hut ab, dass du das durchziehst. Ich finde deinen Humor absolut klasse und ich finde deine Videos auch absolut klasse. Was ich auch absolut klasse finde, ist, dass du Spielfilme machst. Ich kenne keinen YouTuber, der solche Projekte macht. Und ähm, die Idee vom Glück der Filme hat mich extrem geflasht. Ich selber habe eigentlich keine großen Emotionen, wenn ich mir Filme angucke. Also wie manche Mädels dann zum Beispiel bei irgendeiner Romanze anfangen zu heulen oder bei einem Actionfilm dann alle anfangen zu kreischen, wenn irgendwas passiert. Sitze ich meistens relativ regungslos da und denkt mir meinen Teil. Aber als ich die Idee vom Glück gesehen hatte, habe ich geheult. Ohne Scheiß. Ich habe Gänsehaut bekommen während des Films. Ich habe geheult. Wegen dieser Tiefgründigkeit, die dieser Film hat. Klar, du bist Laie, du machst es jetzt nicht als Profi, aber allein schon die Tatsache, A, dass du dich dahingesetzt hast über Monate und ein Drehbuch gemacht hast eigentlich fast aus, aus der Luft heraus und damit so einer tiefen Botschaft. Ich war so derartig geflasht, dass ich, als ich den Film zu Ende geguckt hatte, sprachlos war. Ohne Scheiß, ich war sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich musste erstmal raus, eine Runde Pokémon Go spielen. Ja, oh mein Gott, ich spiele Pokémon Go. Ja, Asche auf mein Haupt. Ich bin halt nur mal ein großer Pokémon-Fan. Das ist halt leider nur mal so. Ähm, ich musste erstmal raus, so eine Runde Pokémon Go spielen und diesen Film auf mich wirken lassen. Ich habe mich mit diesem Film wieder sehr identifiziert gefühlt, so wie mit deiner Person einfach durch und durch. Ähm, weil mich der Film auch sehr an meine Leidensgeschichte erinnert hatte, die ich hatte. Klar. Jeder hat seine eigene Leidensgeschichte, jeder hat sein eigenes Päckchen mit sich rumzutragen, jeder hat seine eigenen Probleme. Ich sage mir selber, was bringt es, wenn ich andere Probleme als schlimmer erachte, wenn ich meine eigenen Probleme nicht Begriff bekomme oder daran arbeiten kann? Ich war vor vielen, vielen Jahren genauso an der gleichen Stelle, wie du dem Psychologen da dargestellt hast, ich persönlich selber. Und es hat mich halt einfach, dein Film, so sehr an mich selber erinnert, dass ich geflasht war. Und jeder hat sein Päckchen mit sich zu tragen und jeder sollte sein Päckchen bearbeiten. Es bringt nichts, wenn man sagt, ja, das, du, der andere hat viel mehr Probleme als du und bla, und dir geht es doch gar nicht so schlecht. Mag vielleicht sein, aber jedes Problem für sich selber ist so, ach, es muss bearbeitet werden. Und dementsprechend fand ich diesen Film einfach so krass gut. Ja, klar, war vielleicht nicht der nächste Blockbuster, der nächste Oscar, was weiß ich, aber mich persönlich hat er einfach so gefesselt, dass ich einfach nur sagen kann. Daumen hoch. Wie gesagt, ich habe viele Videos von dir angeschaut. Ich habe mir sehr viele Details von deinen Videos angeguckt. Und wie ich es auch zwischendurch schon gesagt habe, ich bin bei vielen Punkten auf deiner Seite. Beispiel. Ähm, du hattest ja dein Auto mal vorgestellt und dann bist du so übergegangen, so mit, ja, irgendeiner nutzt sein Auto, um sich zu profilieren und boah, bin ich krass und ey, Digga, check mal. Und da denke ich mir nur so, Leute, was habt ihr für Probleme? Wer sowas als Schwanzverlängerung braucht, hat meiner Meinung nach nicht wirklich den Sinn eines Lebens verstanden. Das ist, warum muss man sich mit solchen Dingen profilieren? Es gibt doch bei weitaus schöneren Dingen. Das bringt mich jetzt wieder zurück zu meinem Thema Lokführer. Ähm, ich habe tatsächlich so ein Gespräch schon mal geführt. Da haben zwei sich unterhalten über die Motorstärke, über PS und boah, mein Auspuff ist so groß und boah, mega. Und dann sind so die Worte gefallen: Boah, mein Auto hat 120 PS. Boah, meins hat 150. Habe ich mich daneben gestellt. Ich hatte tatsächlich meine Lokführerklamotte an und habe nur so ganz trocken rausgehauen. Ja, mein Auto hat 9.600 PS und dann war ruhig. Warum muss man sich mit sowas profilieren? Ja, toll, ein S-Bahn-Landzug hat jetzt 9.600 PS und was kann ich mir davon kaufen? Gar nichts. Dementsprechend, ähm, ich finde deine Meinung absolut klasse und ich weiß, das wirst du wahrscheinlich von mehreren deiner Fans hören und wahrscheinlich wirst du zu deinen Fans auch immer wieder das Gleiche sagen. Aber es würde mich riesig freuen, wenn ich dich mal persönlich kennenlernen dürfte. Nicht weil du ein YouTuber bist und oh mein Gott, Fame und Promi. Ich weiß, du siehst dich selber nicht so. Und soll ich jetzt mal ganz ehrlich sein? Ich habe Personen des öffentlichen Lebens, bekannte Personen des öffentlichen Lebens in meiner Freundesliste, kenne ich persönlich. Ich habe sogar einen Nachbarn, der regelmäßig im Fernsehen ist und bekannt ist. Und trotzdem sage ich mir, er ist auch nur ein Mensch. Ein Mensch mit Werten reduziert diese person nicht darauf, dass er ein Youtuber ist oder ein Promi, sondern rede doch mit der Person, was sind deren Werte? Und das ist persönlich meiner Meinung nach auch mehr wert als alles andere sondern oh, ich bin ein Promi. Deswegen ich persönlich würde dich gerne mal als Person, als Mensch kennenlernen, wenn es irgendwann mal möglich ist. Ich muss aber ehrlich gestehen, eine Person wie dich im Freundeskreis zu haben, würde meinen Freundeskreis gleich aufwerten. Nicht, dass jetzt meine Freunde scheiße sind, nein, das um Gottes Willen, aber ich habe einfach das Gefühl, du bist eine Person, mit der man über solche Dinge philosophisch reden kann. Tiefgründiger. Und nicht, oh mein Gott, ein Promi, sondern oh mein Gott, Thomas, CEO, das wäre ein geiler Freund. Dementsprechend, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu schleimerisch rüber oder sonstig. Irgendwie, wie gesagt, ich sehe dich jetzt nicht als YouTuber, als Promi, sondern ich sehe dich als eine Person mit interessanten Werten. Wie gesagt, würde mich mal freuen, wenn man sich vielleicht mal persönlich irgendwo trifft auf den Straßen. Vielleicht bist du ja irgendwann mal Gast in meiner S-Bahn und ich darf dich mal nach Hause fahren oder irgendwo hin. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, mach bitte weiter. Mach bitte so gut weiter, wie es jetzt ist. Ich persönlich habe ein bisschen Angst davor, dass du dann irgendwann über die 300.000 Abonnenten kommst, weil ich habe doch den einen oder anderen YouTuber in meiner Favoritenliste und dieser eine oder andere YouTuber, je mehr Likes er hat, umso abgehobener wurde er. Deswegen, also ich hoffe nicht, dass du abhebst. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ich würde dir YouTube kaufen. Klar, du verdienst jeden Abonnenten, aber ich hoffe, dass deine Community und du so, so klein und schnuckelig familiär bleiben, wie sie sind. Deswegen auf der einen Seite wünsche ich dir die 300.000 Abonnenten, dass du das bald schaffst. Auf der anderen Seite, hmm, hoffentlich hebt Sio nicht ab, hoffentlich mag ich ihn dann noch weiterhin. Ja, 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 ja. Ach ja, getreu deinem Videos jetzt zum Schluss noch einen flachen Witz. Wohin gehen Fische essen? Ins Wahllokal. Ja, ja, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den mir extra zurechtgelegt, dass ich dir den jetzt sagen konnte. Eine blöde Frage habe ich zum Abschluss noch. Du arbeitest ja gerade an deinem fünften Film. Suchst du da eventuell noch Schauspieler, Darsteller oder eventuell Komparsen? Ich weiß, das wirst du wahrscheinlich von vielen deiner Fans auch gehört haben. Darf ich in deinen Film mitspielen? Wenn es eine Möglichkeit dazu gibt, würde ich mich freuen. Wenn nicht, verstehe ich das. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich an der Stelle bedanken, dass du dir die fast 20 Minuten dieser Audio die jetzt angehört hast, falls du es dir angehört hast. Hust, hust. Ich weiß, du hast viel zu tun. Es hält mich wirklich sehr dass du mir zugehört hast, es ehrt mich auch wirklich sehr, dass du ich eventuell von dir eine Antwort bekomme. Vielleicht, vielleicht noch nicht, vielleicht aber einfach nur ein Like oder ein Ey, Alter, halb deine Fresse. Das würde mich auch schon glücklich stimmen. <laughs> Und ähm, danke an der Stelle auf jeden Fall für deine Mühe. Und das, was ich zwischendurch gesagt habe, dass ich auf der Bühne stehe oder Lokführer bin, das sollte jetzt gar nicht so sein. Oh, guck mal, ich bin so fame, beachte mich. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das war einfach nur so Randnotiz. In diesem Sinne, Theo, Thomas, der coole YouTuber aus München, also aus dem Osten von München, danke, dass du mir zugehört hast. Alles Liebe und bis dahin, Basti. So, an der Stelle melde ich mich jetzt auch mal. Äh, Dankeschön an diese Mimo, die war wirklich sehr, sehr angenehm zum Anhören. Ähm, ich war eh gerade im Auto unterwegs und dachte mir, okay, so ein bisschen Beschallung nebenbei ist nicht schlecht und dachte, ich gebe der Sache mal eine Chance und höre mir das Ganze mal an und äh, war sehr, sehr angenehm. Also auch. Durchweg interessant, wurde sehr unterhalten. Dankeschön an der Stelle schon mal. Also, ich persönlich äh, würde jetzt das Ganze auch so im Raum stehen lassen, diese Memo. Ähm, klar, ich kann auch auf ein paar Dinge eingehen. Äh, sowas wie, ja, klar, ich glaube, auf ein paar Dinge gehe ich schon ein. Zum einen, dass, wie ich es schaffe, durchweg so positiv gelaunt zu sein. Ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, ich, ich mag halt Menschen, die, die, die kämpfen können, äh, die nicht gleich aufgeben, die. Gas geben und Probleme bekämpfen und nicht sich. Weil es ist, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das ist super einfach, sich einfach ähm, der Trauer hinzugeben und der ganzen Welt, dieser bösen Welt da draußen, die Schuld zu geben und zu sagen: Ich kann nichts dafür, die Welt ist kacke, in der ich lebe, äh, mein Leben ist scheiße, wegen der ich kann nichts dafür, fertig. Das ist ein super. Ja, machen viele Menschen, das ist auch ganz angenehm und einfach, weil man dann einfach die ganzen Probleme wegschiebt und fertig und einfach es akzeptiert, dass, dass, dass das Leben scheiße ist. Aber ich finde, das ist schade. Ich, man muss wenigstens versuchen, das Beste rauszuholen. Wenn das Leben am Ende des, äh, immer noch scheiße ist, dann kann man wirklich nichts dafür. Dann ist wirklich die Welt einfach unfair gewesen. Aber ja, klar, ist natürlich bei manchen Fällen sehr speziell. Also es gibt auch Menschen, denen wird so viel Leid aufgetragen und ähm, da. Ich glaube ich, hat jeder vollstes Verständnis, wenn man sagt, okay, glücklich zu sein, sein Leben zu schätzen, zu wissen, ist an solchen Stellen nicht mehr so einfach. Aber ich glaube, die wenigsten, die hier zuhören, haben diesen speziellen Fall. In der Regel haben wir alle nur die typischen Probleme, nur in Anführungszeichen. Die können auch sehr belastend sein. Also, mein Kreuz, das ich tragen muss, ist manchmal auch sehr schwer. Und ich habe auch, gibt auch Tage, da bin ich nicht glücklich. Oder. Unzufrieden mit mir, mit, meiner, mit meinem Leben, mit meiner Welt, mit allem, was ich erlebe. Äh, aber es gibt genauso gut Tage, da bin ich sehr zufrieden mit allem. Und allein, dass ich YouTube habe oder Internet, äh, dass ich etwas von mir raustragen kann, dass es gehört wird, dass ich mich irgendwie auf irgendeine Weise verewige und die Vorstellung, dass das ganze Internet immer bestehen bleibt und man das noch Jahre nach mir anhören kann, meine Enkel, meine Urenkel, vielleicht irgendwelche Leute, die. Ja, was nicht in hunderten von Jahren draufstoßen ist, diese Idee finde ich allein schon sehr zufrieden, dass man irgendwie so allein schon was hinterlassen kann. Klar wäre es viel schöner, hätte man, ähm, könnte man irgendwas Cooles erfinden oder würde man irgendwie etwas bewegen, wo dann noch Jahre, ja, tausende drüber, Menschen darüber reden. Als das vergessen werden, das ist schon eine Sache, die sehr schade ist. Aber ich glaube, man kann ja gar nicht erwarten, dass jeder Mensch in Erinnerung bleibt nur für die wirklichen angehörigen wirst du in erinnerung bleiben und das ist ja auch etwas sehr schönes okay ich schweife ab kurz gesagt ich bin nicht immer glücklich ich will aber glücklich sein und möchte dafür kämpfen und mein bestes dafür geben und ich denke das sollten wir alle so äh, und ganz wichtig noch ähm, was mich hart getriggert hat äh, das ende mit äh, ich so diese Vorstellung, dass ab 300.000 Abonnenten irgendwann oder bei 400.000 oder irgendwann so ein Schalter umfliegt und ich werde abgehoben. Ich weiß nicht, ich finde, ich kann, also ich weiß, dass diese Befürchtung, ich kann mir vorstellen, wie die in den Kopf reingeht, aber andererseits kann ich nicht verstehen, ähm, kann man, äh, wie würde das denn aussehen, so ein CEO, der, weiß nicht, Lambo fährt und plötzlich so, so, ah, oh, ich bin so fame. Wie geht denn? Also, hä, das geht doch gar nicht. Also, ich weiß nicht, ich, ich finde diese Vorstellung von mir selbst so, sowas von abwägig, das so von abwegig, dass es so so, richtig komisch ist. So, so, wie soll denn ein Mensch nur, weil er plötzlich ein paar Zuschauer auf YouTube mehr hat, irgendwann ähm, sich dann darauf was einbilden und irgendwie so abheben und dann ändern sich die ganzen Meinungen und plötzlich sind Autos doch geil und plötzlich, ähm, sage ich so, yo, ich hatte schon 20 Freundinnen und ach, ich schwimme hier im Geld und mache nur noch Urlaub. Ich weiß nicht, so ein Mensch bin ich halt einfach nicht. Also äh, da, glaube da lege ich schon extrem mit, mit sehr großer Überzeugung meine Hand ins Feuer, dass so etwas nie passieren wird. Und äh, lustig ist an der Stelle auch noch zu erwähnen, dass diese, äh, diese Angst, dass ich abhebe, die habe ich zum allerersten Mal gehört, als ich die 10.000 Abonnenten bekommen hat auf YouTube, das sie jetzt, oh, es geht langsam los. Dann bei 100.000 nochmal sehr stark, bei 100.000, ja, weil es halt dann ins Vierstellige, ne, vierstellig, fünfstellig, sechs, sechsstellige geht, ähm, beim sechsstelligen Bereich, da haben wir einfach viele Angst bekommen, so, weil sieht die Zahl so groß aus, jetzt sind da so viele Zuschauer am Start, jetzt muss doch der Punkt kommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich denke, dass, mh, keine Ahnung, gibt es wirklich YouTuber, die extrem abgehoben geworden sind? also mir fallen dann nicht wirklich welche ein und die die mir einfallen die waren vorher auch nicht unbedingt äh, ja als bodenständig also das ist so ich glaube die Angst ist unbegründet ich glaube man könnte einem Gronk das alles Geld der Welt geben und er würde nicht plötzlich abheben und sich für was Besseres halten weil letztendlich darf man nie vergessen wir sind nur blöde YouTuber so, das ist jetzt kein Titel, den du irgendwann in Granit meißeln kannst und auf deinen Grabstein daneben hinstellen kannst. Hier, super Superstar super SEO ist gestorben mit 2 äh, Millionen Abonnenten am Start. Ja, wow. Der, der kauft den Keks, Junge. Das ist nichts. Also, das ist... Ähm, darauf bin ich nicht stolz. Wie viele Abonnenten? Ich freue mich über Abonnenten. Und ich freue mich über Aufrufe. Un, ungemein. Ich freue mich auch, wenn ich Geld mit meinem Hobby verdienen kann. Da, da freue ich mich drüber. Natürlich, ich will, bin kein Heuchler. Das ist absolut... Absolut Oberhammer. Aber stolz sein, das kann man auf sich selbst nur, wenn man Dinge schafft oder tut, von denen man selber beeindruckt ist, dass man sie geschafft hat. Und klar kann da eine Abonnentenzahl auch einen mit Stolz erfüllen, aber dadurch, dass das ja so ein fließender, langsamer Prozess ist, ist man nicht von heute auf morgen Superstar oder so, sondern es ist ja langsam wächst diese Sache. Äh, deswegen bin ich eher immer stolz auf mich, wenn ich mal, weiß nicht, als mein Spielfilm zum Beispiel fertig bekommen habe und dann eine Premiere gemacht habe und da dann auf der Bühne stand vor 30 Leuten und meinte, das ist mein Film und am Ende dann als Abspann kam tosender Applaus in, in dem kleinen Kino war, das war ein Stolzmoment. Als dann meine Mut, meine Mutter auf mich zukam und mein Dad und beide mich umarmt haben und meinten, gute Arbeit, Junge. Das war ein Stolzmoment Moment für mich, weil ich einfach froh war, etwas geschaffen zu haben und etwas aufgebaut zu haben und wirklich so viel Geld da reingesteckt habe. Also, das Ganze war so ein Minusprojekt für mich persönlich, aber wie gesagt, ums Geld ging es in dem Fall nicht. Sonst würde ich keine Spielfilme produzieren, sonst würde ich einen Haufen Pro-Placements machen oder so. Genau. Also es ist. Da braucht man keine Angst haben. Auf keinen Fall. Ähm, ansonsten, ja. War es sehr schöne Mimo, also riesen, riesen Dankeschön an der Stelle. Äh, ich weiß jetzt schon, dass äh, ein paar Zuschauer jetzt auf die Idee kommen werden. Also, du zum Beispiel, ähm, so, hey, ich glaube, ich mache jetzt, äh, ziehe auch mal eine Memo und so. Ich kann nicht versprechen, dass ich immer alles anhöre. Ich bin sehr beschäftigt, das ist richtig. Aber ich freue mich natürlich immer über jede Form von Kritik. Genau, äh, Dankeschön ähm, und ähm, ja, dann euch allen einen schönen Tag.